So, da bin ich wieder, euer Bioschmied mit LS19 und der nordfriesischen Marsch. Wir müssen mal eben den IT-Runner-Pack hier, den IT-Runner hier runterladen. Nee, so nicht. Weil ich noch 3 Düngeaufträge angenommen habe und die Amazon jetzt schon unterwegs ist. Wie ihr aber da oben seht, bei Pantera gute Gerät bald alle. Und das ist Feld 12. Und Feld 12 ist ganz schön groß. Deswegen. Holen wir jetzt den Flüssigdünger und fahren da einfach mal vorbei. So dass der Kamerad dann nachfüllen kann. Das geht jetzt aber ganz schön zügig alle. Deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen hier. Ich weiß jetzt nicht, warum ich den Tank genommen habe, der war jetzt gerade parat. Ich habe keinen Lenkrad dran. Das Lenkrad nervt mich. Ja, und dann schauen wir mal, dass wir den voll tanken können. Ah, wir sind ja schon da, das Feld vor uns, hinterm Deich ist quasi schon Feld 12. Das Lenkrad sieht ein bisschen abgespaced aus, oder? So, jetzt müssen wir hier ein bisschen ausholen. Ist schon die Pantera im Fahren, würde das jetzt nichts mit nachtanken. Deswegen fahren wir da jetzt mal direkt dran. Ach, da war noch ein Helfer, noch der Helfer schon draus. Ich weiß gar nicht, wie das geht jetzt. Ich glaube, wir müssen einmal zuklappen hier. Und dann so seitlich ranfahren. Das, wie doof ist das denn jetzt? Kannst es beladen mit dem Zeugs, aber kannst es nicht überladen oder was? Vielleicht kannst du es auch nur entladen oder davon abtanken, wenn das Ding auf dem Boden steht. Deswegen werden wir jetzt nochmal in den MT steigen und demnach dann einmal abladen. Wenn das nämlich nicht funktioniert, dann ist es doof. Leute, wollt ihr mich veräppeln? Ist nicht euer Ernst, oder?
soll denn das funktionieren? Brauche ich dafür eine extra Pumpe oder was? Aber hier hinten ist so eine Pumpe dran. Helfer einstellen, Felsspritzer aufklappen. Ach, hier kann man auch noch cool die Reifen breit machen. Ist ja geil. Ich muss den MT erstmal ein Stück weit wegfahren, weiter wegfahren. So dass ich einmal um den Container drumherum fahren kann. Entladen. Oder ist das so, dass ich zum Beispiel, was kann man ja natürlich auch machen. Man da vielleicht so eine Art Pumpe anmachen muss erst. Ja, geht wohl nicht bei jedem. So, dann machen wir das nochmal so, wie es dann sein sollte. Ich habe jetzt gerade gar nicht auf die Zeit geguckt, aber es passt schon. Aha. Das heißt, wir müssen quasi den Motor. Ne, warte mal. Ist der denn jetzt noch an? Ne, das ist nicht mehr an. Das heißt, es geht wahrscheinlich dann auch nur, wenn ich den. Wenn ich hier. Wo ist denn das? Das hier. Motorstart. Ja, dann habe ich das falsch verstanden. Dann wird es wahrscheinlich so sein, dass dieses Gerät dann dann als okay, so wird es sein. Als Spritze fungiert. Allerdings finde ich es so nicht okay. Dann müssen wir uns jetzt noch mal was anderes überlegen. Es gab ja noch ein anderes Gerät dafür. Und zwar ist auch ein Güllefass. Das auch. Den habe ich ja jetzt, ne? So, dann gab es noch einen Anhänger, glaube ich, der das konnte. Wenn ich jetzt wüsste, wo der ist, das ist immer so das Ding, ne? Das Ding dann zu finden, vielleicht bei Überladewagen. Genau, hier. Der Horsch. Das ist auch schon wieder diese komische Anhängerkupplung. Wie viele Liter haben wir da? 8000 Details. 8000. Naja, immerhin. Das reicht, um den aufzufüllen. So, wir könnten jetzt Folgendes noch machen.
Container aufladen. Nee, können wir nicht. Wir können den nicht entladen. Das ist unglaublich. Wir können den allerdings als Dings benutzen, ne? Ja, dann müssen wir den erstmal leer machen. Der hat jetzt 15.000 Liter drin. Dann soll er hier ruhig seine Bahnen ziehen. Ich weiß nicht, wie schnell er fahren kann. So. Dann machen wir das erstmal so. Bis dann der andere dann aktiv wird. Dann fahren die Amazonen jetzt vom Feld runter. Dann kann ich ja den Motorstart wieder ausmachen. Der ist ja fast voll. Dann können wir den erstmal entladen. So. Was hat er denn da für ein Problem? Na gut. Immer mal wieder eine Erfahrung reicher. Um eine Erfahrung reicher. Und immer nehmen wir mehr Geld ein, aber geben das dann auch gleich wieder aus. Na, so ist es eben. Der muss auf jeden Fall mal dringend an die Tankstelle, würde ich sagen. Das wollte ich nämlich eben nochmal mit euch machen. Das ist jetzt die Frage, ob wir das noch schaffen bis dahin. Die Aral ist jetzt ein bisschen weiter weg. Deswegen lassen wir das Schneidwerk mal hier liegen. Mach mal den Deckel oben zu. Ups. Und fahren mal im Tanken. Ich wollte natürlich auch schon mal gerne wissen, wie das ist, wenn du einfach mal so mit dem Auto liegen bleibst. Ne? Er hat ja noch ein bisschen was. Ich hoffe, das reicht noch bis zur Tankstelle. Wir können sie schon sehen, aber ich vermute mal, dass wir liegen bleiben. So kurz vor der Tankstelle, vermute ich mal. Ich glaube, ich habe dieses Horschfass, was wir jetzt gerade gekauft haben, war noch irgendwo noch größer. Sogar auch als IT-Runner-Pack. Ich bin mir nicht sicher. Es gab da irgendwo mal so schwarze Fässer. Genau, weil der Cosplay hat ja schon die Ewigkeiten immer gemeckert, dass die Kiste mal aufgetankt werden muss hier. Jetzt geht die Tankstelle nicht. Doch. Mal gucken, was da so reingeht. Ich glaube 600 Liter oder sowas. Was das dann kostet.
1,14 € ist der Preis laut Anzeigetafel. Ja. Gut, meine lieben Freunde, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann müsst ihr das nächste Video gucken. Lasst doch mal einen Daumen da. Ihr unterstützt mich damit enorm. Abo nicht vergessen. Glöckchen an, wenn euch gefällt, was ihr seht. Und wenn ihr immer informiert sein wollt, wann neue Videos von mir kommen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, tschüss. Euer Bioschmied. Ups, das war natürlich klar.